Ja, das kenne ich auch. So ähnlich ging es mir neulich auch. Ich hatte dann zusätzlich noch Stress in der Arbeit und dann habe ich mich total unwohl gefühlt. Also in letzter Zeit geht es mir überhaupt nicht gut. Ich bin so aufgebläht und habe so ein Völlegefühl. Und habe auch das Gefühl, ich vertrage manche Lebensmittel nicht mehr. Also wie Kaffee, da habe ich immer Magenschmerzen. Aber ich denke, das kommt halt auch vom Stress. Komm heim, ess irgendwas Fertiges. Und habe auch gedacht, da muss ich unbedingt was machen. Und dann war das ganz gut. Das Kurzentrum hat Anfang vom Jahr eine Darmsanierung angeboten. War total gut organisiert. Das war ein Komplettpaket mit Blutabnahme, mit Biermessung. Die Diätassistentin war dabei und hat mich beraten. Vielleicht wäre das mal was für dich. Könntest du mal probieren? Ja. War wirklich gut. Okay, das hört sich gut an. Mein Name ist Madeleine Sandner, ich bin Küchenchefin im Gesundheitshotel in Weißenstadt am See. Wir bieten im Gesundheitshotel Weißenstadt Intervallfasten an und Basenfasten und das seit einigen Jahren schon sehr erfolgreich. Viele von Ihnen wollten bestimmt schon mal eine Darmsanierung machen oder haben es vielleicht geplant und viel gelesen darüber. Wir haben für Sie ein Paket, ein Sorglospaket, wo Sie sich um nichts mehr kümmern müssen und einen genauen Ablaufplan für zu Hause haben, um dass Sie das umsetzen können. Für alle, die eine Ernährungsumstellung machen wollen, Basenfasten, Intervallfasten, bietet sich eine Darmsanierung vorab perfekt an. Ich stelle Ihnen unsere Darmsanierungsbox vor. Und zwar fangen wir mal an mit dem Frühstück. Das besteht aus Hafermüsli, Dinkelmüsli oder auch, Sie können sich daheim Haferbrei machen. Dann haben wir zum Frühstück noch die Flohsamenschalen und die Heilerde. Eine pflanzliche Milch haben wir auch. Wir haben jetzt hier die Reismilch. Sie können aber auch alternativ Kokos, Hafer und andere Pflanzenmilch nehmen. Als Goodie tun wir Ihnen einen Tee dazu. Und wir haben für Sie natürlich auch eine Rezepte-App für Mittag- und Abendessen, eine Anleitung für die 7 Tage, einen Wochenspeiseplan, damit Sie wissen, was Sie sich kochen können für zu Hause und für natürlich unterwegs im Beruf und nochmal eine Erklärung, wie die Darmsanierung funktioniert. Kochen Sie sie gerne vor und nehmen sich die Gerichte auf die Arbeit mit. Zusätzlich, wenn Sie möchten oder Unterstützung, Hilfe, Tipps brauchen, können Sie sie gerne bei uns anrufen. Im Gesundheitshotel, die Diätassistentin und ich als Küchenchefin stehe Ihnen gern für Fragen zur Verfügung. Ich persönlich mache die Darmsanierung für meine Haut und weil ich mich energiegeladen fühle. Wie war denn Ihre Erfahrung letzte Woche? Anfang der Woche hatte ich ja wirklich Schwierigkeiten. Ich war müde, ich habe Kopfschmerzen gehabt. Aber dann habe ich Sie ja angerufen, habe gefragt, was ich machen kann, ob ich lieber eine Tablette oder lieber einen Kaffee trinken soll. Sie haben mir gesagt, besser ist eine Tasse Kaffee wie die Tablette. Und dann war es auch wirklich gut. Also ab Donnerstag habe ich mich gut gefühlt. Ich war ausgeschlafen, ausgeruht. Ich konnte Bäume ausreißen. Meine Haut habe ich gemerkt, dass sich die zum Positiven verändert hat. Also es war echt dumm. Ja, das sind die Symptome, wo am Anfang immer auftreten. Weil ganz klar, man verzichtet auf gewisse Lebensmittel, wie gerade Zucker, Weizenprodukte, Kaffee sollte vermieden werden und die Gelenke und die Muskulatur, die entsäuert in der ersten Zeit. Und das macht sich eben durch solche Sachen bemerkbar, dass man Gliederschmerzen hat. Extreme Kopfschmerzen, aber das lässt nach 2-3 Tagen nach. Und wenn man es gar nicht aushält, na, bevor Sie eine Schmerztablette eben nehmen, dann lieber eine Tasse Kaffee oder Espresso noch besser mit einem Schuss Zitrone und dann ist eine Erleichterung da. Oh, aber Nudeln mag ich so gern. Muss ich darauf verzichten? Nein, müssen Sie nicht. Es ist nur am Anfang gut, wenn Sie eben die Darmsanierung anfangen, dass Sie sich erstmal danach halten. Für eine Woche auf alle Fälle, wenn Sie Lust dazu haben, sogar 2-3 Wochen. In der Woche unterstütze ich Sie natürlich dabei. Was darf ich in der Woche dann essen? Das zeige ich Ihnen. Wir gehen dann mal in die Küche und da ist unser Wochenplan und dann zeige ich Ihnen 2-3 Sachen.
Madeleine Sandner wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute für dieses Jahr. Tschüss.